Hallo und herzlich willkommen auf der FrostCon. Heute hält Andreas Schreiber zum Thema Visualisierung von Beiträgen zu Open-Source-Projekten. Viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank. Das Entscheidende ist schon gefallen. Mein Name, Andreas ist mein Name. Ich arbeite beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Softwaretechnologie. Und unser Institut ist in verschiedenen Standorten in Deutschland, Berlin, Braunschweig, Oberpfaffenhofen, München, Bremen und auch in Köln. Und ich habe mein Büro in Köln und ich wohne ja auch in Köln. Ich hocke gerade in der Kölner Südstadt. Es ist ein Schade, dass die FrostCon immer noch nicht live stattfindet. Ich war vor 2 Jahren das letzte Mal da auch mit meiner kleinen Tochter, die damals 4 Monate alt war. Und die war schon sehr begeistert, mich gefreut zu sehen, wie es heute ist. Ich erzähle jetzt was über eine Methodik, wie man Softwareprojekte analysiert. Das heißt, so die Prozesse von Softwareentwicklungsprozessen. Und wir machen das bei uns im DLR schon seit langem für Projekte aus der Raumfahrt, Luft- und Raumfahrt. Und jetzt ganz aktuell, seit letztem Jahr, haben wir uns auch verstärkt Projekte angeguckt oder Apps und Software angeguckt, die ein gewisses öffentliches Interesse haben oder von gewissen öffentlichen Interesse sind. Zum Beispiel insbesondere Contact Tracing Apps. Das prominenteste und auch beste Beispiel ist ja die Corona Warn App, die in Deutschland ja empfohlen wird für Contact Tracing. Es gibt ja noch eine ganze Reihe von anderen Apps, natürlich aktuell heiß in der Diskussion ist ja zum Beispiel die Luca App, die zwar nicht so viele Funktionen hat wie die Corona Warn App, aber ja in einigen Bundesländern auch eingesetzt wird, die gucken wir uns auch zurzeit verstärkt an. Wir machen das, das steht da unten so ein bisschen um die Security-Aspekte dieser Apps zu analysieren. Wir haben bei uns im DLR eine Arbeitsgruppe und ein Projekt, wo wir uns mit sicherer Softwaretechnik beschäftigen und uns die Qualität in Bezug auf Security-Schwächen von Software angucken, indem wir die Prozesse analysieren. Das was so meine Arbeitsgruppe, meine Abteilung macht. Und eine andere Arbeitsgruppe beschäftigt sich dann tatsächlich mit Code-Analyse, mit fertigen Werkzeugen oder auch mit neuen Methoden. Und wir machen diese Analysen, gerade auch für diese Corona-Apps, ja, unter anderem, um unsere Regierung zu beraten. Das DLR ist ja eine staatliche Einrichtung, wir sind zum Wirtschaftsministerium und kriegen halt auch ein bisschen Geld für Politikberatung. Ja, aber jetzt die Corona-Warn-App ist ein ganz gutes Beispiel, um das zu analysieren. Viele dieser Contact-Tracing-Apps, die es so gibt in der Welt, sind ja nicht, nicht als Source-Code verfügbar, geschweige denn unter einer ordentlichen Open-Source-Lizenz und dann auch wieder teilweise nicht mit einem richtigen Open-Source-Entwicklungsprozess, der komplett transparent abläuft. Bei der Corona-Warn-App, da haben die Entscheider das sehr richtig gemacht. Also sie wird entwickelt von Leuten von SAP und Telekom seit April letzten Jahres und die Entwicklung läuft quasi komplett auf GitHub. Inzwischen, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, sind es 21 verschiedene Repositories, die dort liegen. Und es sind im Laufe der Monate immer mehr dazugekommen mit den neuen Funktionalitäten. Und was ich da mal reingeguckt habe, das sind dann nicht nur die eigentlichen Apps, diese Repositories für Android und iOS, sondern auch die Webseiten und Design-Dokumente und auch die ganzen Backend-Server-Systeme und Konnektoren zu sonstigen Systemen, die man so braucht. Genau. Dieses stilisierte Bildchen, dieser Coronavirus, ist übrigens eine Grafik, die eine Bachelorstudentin von mir mal gemalt hat letztes Jahr. Finde ich ganz hübsch und baue jetzt in alle Vorträge ein. Wir arbeiten daran seit letztem Jahr schon, die Qualität der Corona-Warn-App zu bewerten. Hatten wir auch schon verschiedene Veröffentlichungen gemacht, auf kleineren Workshops bis dieses Jahr auch großen Konferenzen. Ansätze, insbesondere vom Software-Entwicklungsprozess auszugehen, gibt es haufenweise. Also man kann das so analytisch machen mit Graph-Analyse oder auch mit Graph-Machine-Learning. Und da eben auch mit Visualisierung, also visuellen Methoden. Und
Eine Fragestellung, die ich später dann mal als Beispiel habe, ist, wie sieht das eigentlich aus mit Commits an Source-Code-Dateien, wo sowohl feste Teammitglieder dieser Corona-Warn-App als auch externe Contributors beigetragen haben? Das ist so eine Kernfrage. In den anderen Arbeiten und Veröffentlichungen, die ich jetzt auch hier verlinke, da geht es dann eher um diese Security-Aspekte und hier in diesem Vortrag geht es schon stark Richtung der visuellen Methoden. Wie wir das machen, unsere Methodik, basiert darauf, dass wir aus Git-basierten Projekten eine gewisse Art von Wissen extrahieren. Also das Methode heißt dann Repository Data Mining. Und zwar extrahieren wir die sogenannte Provenienzinformation oder Provenance Information. Was das ist, das zeige ich gleich noch. Das ist so eine Grundmethode, die man auf ganz verschiedene Arten von Projekten und Problemen anwenden kann. Ich habe jetzt noch verschiedene Tools vor, die ich mehr oder weniger kurz vorstelle. Das, was da rauskommt, sind Graphen, also Knoten und Kanten. Die speichern wir üblicherweise in Graph-Datenbanken ab, bei uns meistens Neo4j. Und danach können wir aufgrund dieser Daten der Graph-Datenbank das Ganze analysieren und vor allem auch visualisieren, um, keine Ahnung, Einsichten und Erkenntnisse daraus abzuleiten. Und auch das schon mal vorneweg gesagt, wenn ich hier jetzt so Namen von Tools nenne, die Tools, die wir selber entwickeln bei uns im Haus, die sind alle Open Source, weil bei uns unsere Abteilung und das ganze DLR mit einigen Sachen sehr stark ist und sehr stark Open Source pusht als solches und auch eigene Entwicklung immer, entweder werden sie gleich als Open Source bereitgestellt oder möglichst zeitnah als Open Source veröffentlicht. Das ist Provenance. Was ist das eigentlich? Das ist ein Konzept, was ursprünglich aus der Kunstgeschichte kommt. Da geht es um die Provenienz von Kunstgegenständen und oder wer zum Beispiel auch so eine glorreiche Sendung kennt wie Bares für Rares, da fragen sie auch manchmal, wie ist die Provenienz von irgendeinem Gegenstand, sage ich mal, der da verhökert werden soll. Und üblicherweise ist es so, die Provenienz ist sowas wie die Entstehungsgeschichte oder die auch Besitz Geschichte von Dingen. Und nur wenn diese Geschichte, diese Historie geklärt ist, dann ist irgendwas wertvoller, als ohne diese Information ist. Im Bereich, wenn wir jetzt mal Richtung Software oder Informatik gehen, dann ist Provenienz, kann man als die Quelle einer Information bezeichnen oder auch der Prozess, der zu einer Information geführt hat. Der wird durch sogenannte Provenienzinformationen beschrieben. Das ist wichtig oder kann man sehr gut dafür nutzen, um zu verstehen, wie gewisse Art von Daten oder anderen Dingen entstanden sind. Ja, also wie wurden die erzeugt? Und das Anwendungen davon sind von Zertifizierungsgeschichten. Das ist gerade bei uns im Kontext des DLR, entwickeln wir ja im Bereich Luft- und Raumfahrtsysteme. Da geht es dann eben auch darum, dass die technischen Systeme zertifiziert werden. Und da weisen wir einige Sachen auch mit Provenienzinformationen nach. Es geht dann oftmals auch um Compliance, also nachzuweisen, ob jemand sich an Prozesse gehalten hat. Ein wichtiges Thema. Da geht das dann auch Richtung, sehr stark Richtung Anwendung im Finanzwesen oder im Versicherungswesen. Und Trust, also Vertrauen in Daten. Wenn man eben mehr Vertrauen in Daten haben will, kann man das erreichen, indem man die Provenienz einer Information analysiert. Ähnliche Begriffe und gerade in der sind so Traceability, Lineage, Logging und Monitoring. Gerade Logging und Monitoring sind ja auch im Bereich der Softwareentwicklung sehr verbreitet. Ich sage aber jetzt gleich, wo das Provenance-Konzept darüber hinausgeht. Eine etwas formalere Definition, was Provenienz eigentlich gibt, von W3C, World Wide Web Consortium. Die hat eine Provenance-Logging Group, die vor ungefähr 10 Jahren gestartet ist und die haben eine Definition gemacht, Provenienz ist eine Information über Entities, Activities and People. Was das ist, sage ich gleich noch. Die eingebunden sind oder die beteiligt sind an der Erzeugung von Dingen oder Daten. Ja, und damit kann man dann eben Aussagen machen über Qualität, Zuverlässigkeit oder Vertrauenswürdigkeit von Daten. Der Kern dieser ganzen Geschichte ist, ein sogenanntes
Provenance-Datenmodell, das heißt PROF, so heißt dann eben auch ja wie der Name der Arbeitsgruppe, die es sich ausgedacht hat. Und da gibt es eben diese drei Elemente, Entities, Activities und Agents. Entities, das sind Dinge, physikalische Dinge, digitale Dinge, Konzepte, es können zum Beispiel Dokumente sein, Datendateien, Grafiken, Datensätze und so weiter. Activities sind ja Aktivitäten, die neue Entities generieren oder existierende Entities nutzen. Also zum Beispiel ein Algorithmus, der eine Datei einliest, was Neues erzeugt und eine neue Datei, also eine neue Entity rausschreibt. Und Agents, das sind, die haben irgendwie eine Rolle in Bezug auf die Activities, also steuern die und sind dafür verantwortlich. Und das prominenteste Beispiel sind Menschen, also Personen, die zum Beispiel einen Prozess anstarten und kontrollieren. Oder auch große Software-Systeme, die eben einzelne Algorithmen starten. Oder auch ganze Organisationen, die irgendwie verantwortlich sind für eine Menge von Entities, also Dateien oder Daten. Und das Entscheidende ist, dass diese drei Elemente verknüpft sind mit sogenannten Relationen, die beschreiben, wie das zusammenhängt. Also zum Beispiel, dass eine Entity erzeugt wird durch eine Activity oder dass eine Entity, dass eine Activity eine Entity benutzt und so weiter. Oder dass eine Entity mit ja, einem Agent attributiert wird, also dass ausgedrückt wird, wer dafür verantwortlich ist. Und man sieht in diesem Diagramm schon, das ist, sieht schon ein bisschen so aus wie Graph, ist aber jetzt kein klassischer Graph, sondern ein Datenmodell. Ich zeige gleich noch ein Beispiel, wie das dann in der Praxis aussieht. Was wir bei uns im DLR in meiner Abteilung seit vielen Jahren machen, ist, dass wir uns so Softwareentwicklungsprozesse angucken und dafür Provenienzmodelle erzeugen. Da gibt es dann einen zum Beispiel, ich gehe jetzt gar nicht so genau darauf ein, wie das dann aussieht, das ist auch eh jetzt nur die einfache Version, die ich auf die Folie gepackt habe. Also wir modellieren quasi alle Aktivitäten, die in Softwareentwicklungsprozessen auftreten. Also Commits zum Beispiel, Builds, Tests und so weiter. Und darum eben alles, was dann erzeugt wird oder was benutzt wird. Neue Issues, neue Revisionen von Source-Code-Dateien oder Change-Sets, neue Releases und so weiter. Und die Agents in dem Fall sieht man dann oben rechts, sind zum Beispiel die User, also die Softwareentwickler oder auch das Versionsmanagement-System oder das Continuous Integration, Continuous Deployment-System oder Delivery-System. Das Ganze nennt man Prospective Provenance, wenn man das so modelliert und das ist sozusagen so die Traumvorstellung, wie so ein Softwareprozess auszusehen hat. Wenn man das jetzt in der Praxis einsetzen will, ist es oft so, dass man sozusagen nachträglich Provenienzinformationen extrahiert aus existierenden Systemen. Das nennt man Retrospective Provenance. Und wir machen das so, dass wir solche Provenienzinformationen aus Git-Services extrahieren. Und mit Git-Services meine ich jetzt sowas wie GitHub, GitLab, was gibt es noch mit Gitbucket und so weiter, wo als Kern Git als Versionskontrollsystem läuft. Und was zusätzlich ja noch ganz viele andere Features hat, wie Issue-Management, Dokumentation und Continuous Integration und so weiter. Um diese Daten zu extrahieren aus Git-basierten Services, gibt es verschiedene Tools. Einmal GitHub to Prof, der Name ist fast selbsterklärend, also der extrahiert so Provenance-Informationen aus GitHub-Repositories und GitHub-Projekten. Also da geht es ja nicht nur um die eigentlichen Content in Git, sondern auch um Issues und Releases. Das ist was nicht von uns entwickelt wurde, das haben Leute an der University of Southampton entwickelt. Ist auch leider noch nicht Open Source. Wir arbeiten mit denen zwar zusammen, aber es ist in der Praxis leider so, dass wir denen sagen, welche Repositories und welche Repositories wir die Daten haben wollen und dann schicken die uns die. Wir beknien die gerade noch, das auch mal richtig ordentlich als Open Source zu veröffentlichen, aber die haben gewisse Bedenken, was die Qualität ihres Codes angeht. Ist wohl in JavaScript geschrieben. Basiert auf einem Tool, das Git2Prof heißt. Das ist schon ein bisschen älter, so 2000. Von 2013. Das ist auch in JavaScript geschrieben. Diese beiden Tools rufen im Wesentlichen das Git-Kommandozeilen-Tool auf.
und extrahieren dann gewisse Informationen daraus. Was wir bei uns selber entwickeln, ist ein GitLab-Prof. Auch da ist der Name selbsterklärend. Das funktioniert eben für GitLab-Projekte. Eben nicht nur für Dateien, sondern eben auch für Issues und Kommentare und so weiter. Und das nutzt die GitLab-API in dem Fall. Und auch da gibt es Dokumentation von Veröffentlichungen auf Konferenzen. Und das Ganze ist unter der MIT-License bei auch wieder bei GitHub Goes gehostet. Wenn man jetzt so Provenance extrahiert und das Ganze mal erstmal naiv darstellt, kriegt man so ein Bildchen, einen Provenance-Graphen. Das ist also ein Provenance-Graph, ein zugegebenermaßen sehr, sehr kleiner, von einem ganz kleinen Projekt, wo die verschiedenen Aktivitäten und Entities dargestellt sind. Und ganz oben seht ihr so in Orange den einen Softwareentwickler, der hier beteiligt ist. Was hier der Fall ist, oder was ich hiermit sagen will, ist, dass eigentlich diese Provenance-Graphen selbst für sehr kleine Projekte relativ schnell unübersichtlich werden. Da müsste man jetzt da ranzoomen und gucken, was da noch jeweils geschrieben steht. Das zeige ich gleich noch als Beispiel, aber das wird dann sehr schnell sehr unübersichtlich. Deswegen, und bei ganz großen Repositories auf GitHub oder GitLab, spielen die Tools, die es dafür gibt, für die Visualisierung auch nicht mit. Also das Graphis oder das .Kommandozeilen-Tool, das ist ein sehr verbreitetes Tool, was, glaube ich, auch mit jedem Linux einfach mitkommt. Das rechnet dann schon mal länger oder hört dann auch gar nicht auf, irgendwas zu generieren. Ne? Das ist dann sehr unschön, deswegen macht es oftmals keinen Sinn, diese Provenance-Graphen, die rauskommen, sich so in der Form anzugucken. Die Methodik, die ist aber so mal hier dargestellt, dieses Repository Mining, ist, dass wir diese Tools anwenden. Das seht ihr so in der Mitte, Git to Prof oder GitLab oder GitHub to Prof, wird angewendet auf die Repositories von einer ausgewählten GitHub-Organisation. In dem Beispiel, was ich jetzt hier auch in den Folien verfolge, ist so, dass wir eben normalerweise einfach alles, was in der Corona Warnet Organization bei GitHub ist, extrahieren mit unserem Tool GitHub to Prof und das wird dann erstmal abgespeichert in JSON-Dateien und die importieren wir dann in die Graph-Datenbank Neo4j. Was unten in der Mitte dargestellt ist, über das GitHub API, über diese Python-Bibliothek PyGitHub, holen wir dann auch eben noch die Informationen, welche Entwickler zum festen Team gehören und wer der Rest ist sozusagen. Das, was da rauskommt, diese Provenance-Graphen, wo ich ja eben schon ein ganz großes Beispiel für hatte, sind direkte azyklische Graphen. Die haben also keine Schleifen, keine Zyklen. Diese Graphen werden im Laufe der Zeit immer größer. Es gibt keine Rücksprünge. Das passt ja auch ein bisschen mit der Realität. Man schreitet in der Zeit immer voran und macht immer neue Aktivitäten, wenn man immer neue Versionen erzeugt, zum Beispiel von Source Code Dateien oder neue Versionen von Issues. Und man liest diese Provenance Graphen, das ist jetzt rechts dargestellt, von unten nach oben. Also das Neueste ist üblicherweise immer unten. Und dann hangelt man sich immer so nach oben durch und guckt, was war eigentlich der Vorläuferschritt. Also hier in diesem Beispiel guckt man da die beiden Schritte davor und dann wieder da hoch und dann kann man sich von unten nach oben so durchhangeln und genau analysieren, wie eigentlich der Pfad der verschiedenen Aktionen ist, die zum Endresultat geführt haben. Und am Ende kann man dann auch gucken, wer waren die beteiligten Personen, also User oder Entwickler oder sonstige Menschen oder Organisationen. Wir haben diese Provenance-Graphen, ja, die muss man, kann man dann irgendwie speichern, wenn man da ernsthaft mitarbeiten will. Wir benutzen eigentlich nur Graph-Datenbanken. Das liegt auch nahe, weil diese Provenance-Informationen ja Graphen sind. Gibt auch Arbeitsgruppen in der Welt, die nutzen zum Speichern von Provenance-Informationen auch andere Datenbanken, SQL, also relationale Datenbanken. Das größte Provenance-Anwendungsprojekt ist bei der NASA für Provenance von Klimadaten. Die haben zum Beispiel eine Oracle-Datenbank aus Performance-Gründen. Aber gerade wenn es dann noch um das Abfragen geht, mit den entsprechenden Query-Languages für die Graph-Datenbanken, ist es eben sehr viel komfortabler, wenn man die natürliche Datenstruktur dieser Provenance-Graphen benutzt. Bei Graph-Datenbanken gibt es da sehr viele. Ich habe schon angedeutet, dass wir Neo4j nehmen.
auch ArangoDB aus Köln ist eine gute Wahl. Das benutzen wir in einem Projekt auch schon. Wollen uns jetzt Titan haben wir uns mal angeguckt, das ist aber gerade nicht mehr so aktuell. Amazon Neptune und Apache Age und Redisgraph sind so, die wir jetzt nächstes Mal evaluieren wollen. Insbesondere da wir mit Neo4j Performance-Probleme haben. Die große Installation. Das Abspeichern von so Provenance-Graphen in einer Graph-Datenbank ist eigentlich sehr einfach. Man kann einfach dieses Provenance-Datenmodell mappen auf die Graph-Datenstruktur einer Graph-Datenbank. Das ist üblicherweise ein Property-Graph, also eben auch nur Knoten und Kanten dazwischen. Und das Ganze kann man dann mit den entsprechenden Abfragesprachen abfragen. Hier, das ist da unten das Beispiel ist Cypher für Neo4j, wo man dann eben abfragt, Entities und Agents, die über irgendeine Relation miteinander verknüpft sind. Und die ganzen Agents werden dann zurückgegeben. Und dann kann man damit eben irgendwas machen. Was wir in diesem Kontext über das, was ich jetzt erzähle, machen, ist, dass wir die Informationen ja in eine Provenance-Graph-Datenbank, in der Provenance-Store haben, Neo4j, und das uns dann normalerweise exportieren in File-Formate, die man für Visualisierung benutzen kann. Oft sind es eben dann Dateien, die zwar in die Nodes, also die Knoten oder die Kanten enthalten, in verschiedenen Dateiformaten, CSV oder JSON oder GraphML. Da gibt es sehr verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich, und das ist jetzt da in der rechten Spalte zu sehen, nutze für meine Arbeit eigentlich im Wesentlichen drei Tools zur Visualisierung von Graphen. Gephi als freies Open-Source-Tool, das ist so eine Desktop-Anwendung, die ganz gut funktioniert. Dann Python in der Mitte, beziehungsweise Python mit den entsprechenden Bibliotheken, NetworkX und Matplotlib, wobei ich die Folie ist in dem Sinne nicht mehr ganz aktuell, da ich jetzt quasi umgestiegen bin von Matplotlib auf Plotly. Was naja, für mich zumindest komfortabler ist. Und das beides waren ja Open-Source-Projekte. Ich gebe auch zu, dass ich ein hochkommerzielles Produkt ganz gerne benutze, Mathematica. Das habe ich ja, in den frühesten Tagen meines Studiums kennengelernt. Und das benutze ich bis heute. Und mit der Firma, die das herstellt, Wolfram, haben wir auch einen guten Austausch. Und die sind sehr gut, was Bugfixing angeht. Das ist zwar immer noch nicht so toll wie Open Source, aber das Mathematica ist sehr leistungsfähig und da gibt es wenig im Open Source Bereich leider, was daran kommt. Jetzt mal ein einfaches Beispiel für diese Provenance Graph, wie die erzeugt sind. Ich habe ein leeres Projekt angelegt, bei GitLab ist das, glaube ich, gewesen. Und da werden ja verschiedene Schritte durchgeführt. Also zum einen, ein Developer A erzeugt eine neue Datei, README. Und da sieht man schon, der Provenance-Graph, der sieht dann schon, hat dann schon im ersten Schritt bei sowas schon mehrere Kanten, die dann eben Dateien repräsentieren, den Agent selber und eben die diese kleinen blauen Kästchen, die eigentlichen Commit-Operationen, ja, also oder Commit-Events. Wenn man jetzt weitergeht und ein zweiter Developer erzeugt ein Issue, das ist dann der kleine Minigraph, der da unten noch erscheint, dann kommt schon wieder ein bisschen was dazu, also ein Issue 1 und dann kann man weitergehen und zum Beispiel sagen, dass der Developer A diesen Issue zu sich selber zuweist. Das wird dann eben auch abgebildet durch die Querverbindung, die man jetzt sieht zwischen diesen beiden Graphen. Wenn man da jetzt weitergeht und da ist der Entwickler kommentiert bei dem Issue Nummer 1 irgendwas, dann sieht das schon so aus. Dann seht ihr schon so in der Mitte bei dem Graphen, dass das sind so im Wesentlichen die roten Pfeile, dass eine neue Version von diesem Issue erzeugt wurde. Also wenn man da einen Kommentar zufügt, halt, wenn man das über Konstrukt betrachtet, dann wird davon eine neue Version erzeugt. Man kann das dann, das ist jetzt ein bisschen klein, na, egal. Aber jedenfalls der nächste Schritt wäre dann zum Beispiel, dass der Developer A dieses README-Datei ändert und die Issue Nummer 1 referenziert. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass ein anderer Entwickler da so ein Emoji verpasst oder dass ein Entwickler A ein Release erzeugt. Und da sieht der Graph schon, ja, hat schon eine
schon relativ viele Kanten, dadurch, dass das so eigentlich nur so ein paar Informationen sind. Ihr seht zwar schon bei diesem Graphen auf der rechts das Release. Also da gibt es halt schon eine Entity, die bedeutet, die heißt halt, ja, ist das Release. Und die ganzen kleinen Knoten, die da unten drunter dranhängen, das sind die Release-Assets, die dazugehören. Ja, also wenn ihr euch mit GitHub oder GitLab auskennt, das ist eben die Methode, wie diese Releases dort gespeichert sind. Genau, und dann kann man eben da noch weiter kommentieren, weitere Sachen machen, dann wird das Graph immer komplizierter. Also genau, hier sieht das Ganze, so sieht das Ganze als realer Provenance-Graph aus, den man naiv visualisiert. Unten die Adresse eingeblendet, wo ihr das auch online mal angucken könnt, wie der aussieht. Wenn man da mal ranzoomt, dann seht ihr, dass an diesen ganzen Entities, Activities und Agents immer noch so Metadaten dran hängen, also Properties. Also hier oben zum Beispiel, oben der Agent, das ist ein Teil, wo ein Entwickler ein Issue angelegt hat, das ist der Creator. Vom Typ User, meine Kollegin Lynn hat das gemacht und das wird dann auf diese Weise dargestellt. Oder in der Game-Ellipse in der Mitte seht ihr, dass das entspricht einer Issue Resource heißt das jetzt im Technischen und das ist dann eben mit der Beschreibung, dass da eben eine Projekt-Description in der README-Datei angelegt werden soll, das ist der Inhalt des Issues. Ja, jedenfalls sind so bei diesen ganzen Sachen immer noch sehr viele Metadaten oder Attribute dran, die man eben für die Auswertung eben auch noch benutzen kann. Und das macht diesen Graphen auch nochmal entsprechend größer und unübersichtlicher. Man kann diese Graphen dann auch auf verschiedene Arten visuell darstellen. Das ist eigentlich nicht weiter spannend, aber die Tools, die ich nutze, sind Gephi, Mathematica und Neo4j. Das sieht dann im Detail mal ein bisschen anders aus, aber wesentlich auch nicht grundlegend verschieden oder so. Es tauchen immer die gleichen Elemente auf. Mit Mathematica kann man dann halt noch so Späßchen machen, wie in diesen Provenance-Graphen so, naja, eine Art Community-Detection machen, also gucken, was gibt es da verschiedene Teilbereiche, die irgendwie zusammenhängen. Hier zum Beispiel in einer Funktion, die das dann entsprechend gleich in verschiedene Bereiche einfärbt. Hier ohne Beschriftung, aber was das bedeutet, habe ich mal in einem anderen Bildchen gemacht. Zum Beispiel dieser rote Bereich, ich habe das mal hier gehabt, dieser rote Bereich, der hier in der Mitte ist, das ist, seht ihr jetzt hier links, das sind eben die Aktivitäten, die die Diskussion bei Issues repräsentieren. Ne? Also es gibt eine Menge von Knoten und Kanten in dem Graphen, wo es eben um die Diskussion geht. Oder in der Mitte seht ihr jetzt zum Beispiel den Bereich, wo es um die Dateiänderung geht. Ja? Also wo dann in der Mitte prominente Developer A ist, der da sehr viel Änderungen gemacht hat und dann mit den entsprechenden Entities, also Dateien und so weiter drumherum. Oder oben rechts ist das repräsentiert quasi das Release mit einer Release-Aktion. Das ist, was da steht als Release-Event und den ganzen Release-Assets. Und weiter unten ist dargestellt diese Community-Reaktion, also Emoji spendieren und so weiter. Diese Methode ist ganz nett, um allgemein schon mal gut zu analysieren, auch visuell, was so passiert in Softwareprojekten. Das wird allerdings, muss man auch sagen, bei großen Projekten auch sehr schnell unübersichtlich. Man kann das Ganze auch, das ist auch eine Gimmick so von Mathematiker, auch als 3D-Modell sich darstellen, diesen Graphen. Das hat jetzt bei uns noch nicht so viel Wert. Sieht ganz lustig aus und könnte man jetzt auch einen 3D-Drucker ausdrucken. Es gibt eine Kollegin, die das mal ausprobieren will, aber bisher haben wir das noch nicht gemacht. Aber es ist nur so ein Gimmick, weil Mathematiker das kann. Unsere eigentliche Fragestellung war ja, wie arbeiten die feste Teammitglieder und externe Contributors zusammen an Softwareprojekten. Dazu nutzen wir zum einen diese Provenance-Graphen, wie ich das eben erzählt habe, von GitHub in dem Fall, und reichern das an mit Informationen über die Teamrollen, die jemand hat. Ja, und das hatte ich auch schon mal kurz erzählt. Wir nutzen da die Python-Bibliothek PyGitHub. Den Code habe ich jetzt im Wesentlichen weggelassen. Wir machen das normalerweise in Jupyter-Notebooks, gerade wenn wir rumexperimentieren. Dafür ist es ja grandios. Und erst wenn das so weit ist, kommt das in eigenständige Python-Dateien. Aber man kann sich dann über das GitHub-API die Liste der Teammitglieder holen, das müssen nach- und aufbereiten.
Und was wir dann machen, ist, dass wir in dem Graphen, in der Graphdatenbank, Informationen über die Rolle der einzelnen Personen hinzufügen. Das seht ihr dann in dem mittleren Bereich. Das ist so eine Slicer-Query für Neo4j. Da wird eine neue Kante hinzugefügt, Contributes to, mit einer Rolle. Entweder Rolle Team oder Rolle Contributor, glaube ich. Nachdem die einzelnen Personen, also Menschen, vor Rollen haben, kommt dann eben eine entsprechende Kante dazu. Das Ganze kann man dann eben auch aus der Graphendatenbank wieder abfragen mit Cypher-Queries. Jetzt auch nur so ganz simple Beispiele. Hier wird mal abgefragt, was sind eigentlich die Liste der Dateien, wo sowohl Teammitglieder als auch externe Contributor mitentwickelt haben. Ja, das wird dann da zurückgegeben. Ich fahre nach unten. Um das Ganze noch mal schon mal ein bisschen visueller zu machen, wie sieht das Ganze aus? Hier sieht man zum Beispiel von einem Teilausschnitt, das ist hier so ein Architekturdokument in der Mitte, seht ihr, also das ist eine Entity, dann seht ihr hier Entwickler in, was ist das, Violett ist das bei mir, dann ganz viele andere Entities, die da aufgelistet sind. Was ihr da seht, ist eben, dass diese Entwicklerin in dem Fall ganz viele Änderungen gemacht hat an verschiedene Dateien. Ja, und diese ganzen, oder ganz viele Änderungen gemacht hat, also neue Entities erzeugt hat, und das sind alles Änderungen an diesem Dokument, was da in der Mitte steht, Solution Architecture Dokument. Jede Änderung von diesem Dokument ist eben eine neue Version, eine neue Entity. Und zwar, da wird das ausgedrückt durch diese Relation Specialization of, also eine spezialisierte neue Version dieses einen Dokuments. Also insgesamt heißt das, dass diese Entwicklerin ganz viele Änderungen gemacht hat an diesem einen Dokument. Ja? Und auf diese Weise, ein anderer Entwickler hat dann eben auch Änderungen gemacht, in diesem Fall 4 auch an diesem Dokument. Und durch die neuen Relationen, die wir da hinzufügen, wird das Ganze optisch noch klarer. Also dass wir sagen, Entwicklerin A hat beigetragen bei einer Datei Solution Document und entsprechend Entwickler B eben auch. Und dann sieht man, hat man so direkte Links von den Entwicklern zu den Dateien, ohne diese ganzen zusätzlichen Entities, die das Ganze sehr stark aufblähen. Und dann sieht man an diesen Kanten, an diesen Relationen hängt dann eben die Attribute dran, ob man Contributor ist oder festes Team. Das kann man eben nutzen, um das dann weiter zu analysieren oder auch um das irgendwie für Visualisierung zu nutzen. Für Visualisierung, wie das Ganze zusammenhängt. Hier mal ein einfaches Beispiel, das ist eben auch so das Corona Warn-App Documentation Project. Da gibt es eben auch schon dieses besagte Solution Architecture Dokument oder auch eine README-Datei und so weiter. Das ist ein relativ kleines Projekt, diesen ganzen Corona Warn-App Kosmos. Aber man sieht hier an diesem kleinen Beispiel so ein paar grundlegende Sachen. Also erstmal ist hier dargestellt, die Files, das sind diese grünen Knoten, die Entwickler sind orangene Knoten. Und man sieht hier auch schon, dass es einige Entwickler gibt, die Änderungen an einer ganzen Reihe von vielen Dateien machen. Oder es Dateien gibt, die von mehreren Entwicklern editiert werden. Ein übliches Muster ist jetzt zum Beispiel, was ihr da seht, die Pfeile, die Knoten, die Kanten sind dann auch noch eingefärbt. Leute, die externe Contributor sind, das ist rot. Und feste Teammitglieder, das ist blau. Ein typisches Muster bei Open-Source-Projekten, das haben wir auch bei anderen Projekten gesehen, ist, dass man zum Beispiel so ein Dokument hat, eine Datei, die natürlich von festen Teammitgliedern editiert wird. Von mehreren in dem Fall hier auch. Aber und von, also ich sag mal erstmal vielen externen Contributoren, die so einzelne Pull-Requests dahin schicken. Das seht ihr oben ganz schön, da hängen so 4 Commits dran, dahinter verbergen sich dann normalerweise Pull-Requests, die dann eben in das Dokument einziehen. Ja? Oder ihr seht weiter unten zum Beispiel ein Developer, der, also ich habe ja den Namen jetzt im Detail ausgeblendet, der dann eben bei ganz vielen Dateien Änderungen durchführt. Das ist auch so typisch für so eine, und zwar als Test-Teammitglied. Das sind auch so typische Muster, was bei Open Source Projekten auftritt. Also
feste Teammitglieder mal gibt, die sehr viel ändern, in vielen Dateien auch ändern und dann ganz viele kleine einzelne Änderungen von externen Contributoren. Bei der Corona Warn-App ist eben das Schöne, dass das sich auch erlaubt und gewünscht ist, dass es irgendwie so geht. Man sieht das bei anderen Projekten, die habe ich jetzt hier, nee, kommt glaube ich nicht. Man sieht da manchmal bei anderen Projekten, dass dieses Muster eben nicht auftaucht, ne? Also dass eben das nicht zugelassen wird, dass irgendwelche Nicht-Teammitglieder da irgendwelche Beiträge machen. Dann tauchen diese kleinen Bubbles, diese sind vielen Knoten um eine Datei rum eben nicht auf. Luca-App wäre zum Beispiel ein Beispiel. Man kann das Ganze dann auch auf andere Repositories der Corona-Warn-App anwenden, hier der Corona-Warn-App-Server, der so im Hintergrund läuft. Hier seht ihr auch das gleiche Muster, ne? Also es gibt hier auch die Entwickler und auch hier seht ihr in den Randbereichen oftmals so, dass einzelne Entwickler nur so ein oder zwei oder auch mal drei einzelne Änderungen machen an relativ wenigen Dateien. Ne? Das ist bei allen diesen Diagrammen taucht das auf. Das seht ihr unten links und auch oben rechts. So hier zum Beispiel so zwei Änderungen an einer Datei oder weiter unten ja auch zwei Änderungen an einer Datei. Und das sollte halt meiner Meinung nach sehr deutlich, wie diese Muster aus verschiedenen Projekten aussehen. Hier zum Beispiel sieht das aus bei der Android-App, der Corona-Warn-App. Auch hier gibt es das Typische, dass so einzelne externe Entwickler was beitragen, aber auch viele feste Teammitglieder teilweise sehr viele Änderungen machen. Das ist dann, müsste man genau reingucken, in einigen Fällen ist es dann teilweise auch generierter Code oder so Änderungen, die so Refactorings betreffen und so, deswegen taucht da manchmal ganz viele Änderungen auf, aber so Grundmuster erkennt man halt immer sehr schön wieder. Oder hier das Ganze auch für die iOS-App von der Corona-Warn-App. Ja, auch wieder ähnliche Muster. Man kann dann auch noch genau analysieren, welche Entwickler eigentlich viel beitragen, welche wenig beitragen. Das ist hier mal dargestellt durch die Größe der Knoten. Das kann man in der Visualisierung noch anpassen, wie groß das dann sein soll. Das genauer zu analysieren, ist auch an sich eine spannende Fragestellung, die wir auch in-house haben bei Inner Source Code im DLR, wo es aber auch dann sehr schnell in Richtung Leistung von Leuten geht oder wie viel gemacht haben. Also wird dann ganz schnell auch betriebsratrelevant, würde ich mal sagen. Weil man kann dann sehr viel Informationen schon aus diesen Graphen rausziehen. Oder hier mal so ein Beispiel von, wo ich einfach mal, nicht alle, aber ich glaube 12 Repositories genommen habe, die kann man dann auch so zusammenhängend darstellen, da kann man dann auch genauer analysieren, welche Entwickler dann an mehreren Projekten mitgearbeitet haben. Ne, dann gibt das so interessante so Querverbindungen auch zwischen den verschiedenen Teilbereichen. Also man kann immer so sehen, dass ein Teilbereich, wo sich dann viele Knoten knubbeln quasi, das ist immer quasi ein der einzelnen Repositories, also eines der Unterprojekte entspricht. Und auch hier, wenn man das zu späteren Zeitpunkten extrahiert, die Daten und dann visualisiert, dann ist halt in jedem Schritt wird das Ganze dann entsprechend größer. Ja, wie ich das eben exemplarisch zum Beispiel direkt gezeigt habe. Und dann auch sehr schnell unübersichtlich. Und auch so ein kommerzielles Mathematiker rechnet dann auch schon teilweise eine Weile rum, um das ordentlich darzustellen. Das hatte ich eben schon ein bisschen angedeutet. Man kann dann eben auch solche Communities sich angucken innerhalb der Source Code Bereiche. Ich glaube, hier kommt jetzt noch ein Bild. Genau, hier sehe ich das auch. Hier sieht man eben auch die verschiedenen Bereiche das ist, glaube ich, doch das CWA Server Projekt. Dann hat man hier zum Beispiel so einen Bereich, wo es um Dokumentation geht. Da werden eben so Markdown-Dateien editiert. Dann können Sie analysieren, wer sind die Leute, die viel dokumentieren. Hier in der Mitte so den eigentlichen Code, der viel editiert wird, mit entsprechenden Hilfsdateien. Die ist vielleicht, was ist das eigentlich, braun, orange da oben rechts, ist auch Code. Und so weiter. So kann man eben verschiedene Bereiche in dem Softwareprojekt auch noch ermitteln, das ist eher so die Änderungen, die Aktivitäten, die da passieren, eher so im Bereich Code oder eher im Bereich
Deployment oder in einem Bereich Dokumentation und so weiter. Genau, man kann diese grafischen Darstellungen auch noch variieren. Die Zusammenhänge, das sind so Spielereien, die im Bereich der Grafvisualisierung auftreten. Wenn man jetzt ganz viele Knoten hätte, also Kanten hätte von irgendwelchen Knoten woanders, dann kann man sogenanntes Edge-Bundling einführen, also dass man die Knoten so zusammenfasst zu solchen Strängen. Das ist, sieht manchmal ganz witzig aus. Man kann dann auch sehen, wo dann so viel passiert von einem Bereich der Entwickler, einem Bereich zu einem anderen Bereich Code. Diese Graphen sind aber nicht faithful, sagt man. Also die sind so, dass man natürlich da diese Darstellung erzeugen kann, aber da nicht zurückkommt zu der anderen Darstellung, weil durch das Edge-Bundling das alles ein bisschen verschmiert wird und man nicht mehr die einzelnen Kanten, also die Linien, auseinanderhalten kann. Deswegen gibt es viele Leute im Bereich Graphvisualisierung, die dieses Edge-Bundling als, ich sag mal, gar nicht so toll empfinden. Ja. Und ich persönlich habe auch noch nicht wirklich einen hundertprozentigen Mehrwert entdeckt, aber lässt sich halt auch relativ schnell ermitteln und vielleicht gibt es Anwendungen, wo sowas auch ganz sinnvoll ist. Hier kommt doch mal so ein Beispiel, das überspringe ich mal. Genau, diese Graphen sind dann in Mathematica gemacht. Das ist ja ein Tool, wo sehr viel von Haus aus geht. Um das da einlesen zu können, habe ich für Mathematica so Import-Routinen für diese Provenance-Graphen geschrieben. Da kann man sich da eben die visualisieren und darstellen und auch analysieren. Was ich jetzt hier nicht in den Folien drin habe, ist dann zum Beispiel Shortest Path-Analysen. Also was sind die kürzesten Wege von Entwicklern zu irgendwelchen Dateien? Ne? Also wo oder Analysen machen, an welchen Dateien, an welchen Mengen von Dateien haben die Entwickler mitgearbeitet. Und das kann man eben auch nicht grafische Weise eben sehr schön analysieren. Wer da Interesse hat, kann mich gerne mal ansprechen oder so. Das ist echt viele Möglichkeiten. Woran wir jetzt aktuell arbeiten, und ich komme auch langsam zum Ende, ist, dass wir auch andere Arten der Darstellung nutzen für diese Provenance-Graphen. Eher so Richtung, sagen wir mal, Statistik oder auch so klassische Charts wie Balkendiagramme oder Liniendiagramme. Und das Ganze einbetten, die verschiedenen Visualisierungen, die man da machen kann, also zum Beispiel mit Matplotlib oder mit Plotly, in so interaktive Dashboards. Also hier, wo wir jetzt zum Beispiel dran entwickeln, ich hatte am Anfang gesagt, eine unserer Aufgaben von einem unserer Projekte ist, Security-Analysen durchzuführen von Apps. Wir haben das jetzt gemacht für Corona-Warn-App und für Luca-App und für viele interne Codes, die wir haben im Raumfahrtbereich. Wir bauen inzwischen immer so Dashboards mit Plotly Dash als Framework. Also das Ganze ist dann in Python implementiert. Man kann dann einzelne Visualisierungen da einblenden. Man sieht hier in diesem einen Bereich in der Visualisierung so ein Balkendiagramm. Das sind die verschiedenen Aktionen, also die ganzen Activities aus diesem Provenance-Graphen. Also ob man jetzt ein Issue angelegt hat, ein Issue geändert hat, was kommentiert hat, ob man ein Emoji verpasst hat, ob man eine Datei geändert hat, eine neue Datei angelegt hat und so weiter. Bisschen oder auch zu Durchführen von Releases. Das sind dann alles verschiedene Farben. Man kann es dann interaktiv auch eine so ausblenden, unter dem gucken, auswählen, welche Arten von Activities man sich genauer angucken will. In diesem Fall ist es so, dass wir für die ausgewählten Aktionen, die wir aufgrund des Provenance-Graphen ermitteln, Security-Analyse mit statischen Code-Analyse-Tools laufen lassen. In diesem Fall wird es dann unten rechts dargestellt mit so einem Icicle-Chart, also so einer hierarchischen Darstellungsweise, wo man erstmal als mit diesem orangenen Block, Moment, das ist ja da. Das ist gerade mein dummer Apple-Sprecher einfach angegangen. Wo man so eine hierarchische Darstellung hat von oberster Ebene, in diesem Fall haben wir zum Beispiel ausgewählt die Android-App von Luca, die Luca Android App, und dann kann man sich da durchgehen und gucken in der nächsten Hierarchieebene, was treten da für CVEs, also Security-Schwächen auf, und in der nächsten Ebene dann, in welchen Dateien tauchen die auf. Interaktiv könnte man da draufklicken und sieht dann auch noch die Liste davon angezeigt. Aber das ist zum Beispiel als
interaktives Werkzeug, um mal so einen Überblick zu bekommen, was hat eigentlich die so eine App oder allgemein so eine Software für Security-Schwächen. Das ist eine Arbeit, die noch nicht fertig ist. Also das Dashboard gibt es da noch nicht öffentlich. Da arbeiten wir dran. Das ist jetzt optisch noch nicht der Knaller, sage ich mal. Es funktioniert zwar technisch alles schon, so auf Python-Ebene und von den Daten her, aber wir haben jetzt gerade auch jemanden eingestellt zum 1. September mit Background und visuellem Design, um dieses ganze Dashboard auch mal ein bisschen öffentlichkeitstauglicher zu gestalten und vielleicht nicht auch andere Arten von Visualisierung hier einzubetten. Dass es hoffentlich bald ein Dashboard gibt vom DLR, wo man für prominente Softwareprojekte einen Überblick über die aktuellen Security-Schwächen bekommt. Und da wird es dann eben auch so Auswahlmöglichkeiten geben. Hier in diesem Fall ist unten die gesamte Luca-App für Android dargestellt. Aber ich hatte ja eben auch erzählt, dass wir für diese Visualisierung auch sicher Auswertungen machen können. Welche Dateien wurden von externen Contributors und von festen Teammitgliedern beidermaßen oder gleichermaßen geändert. Und dass man nur für diese Arten von Dateien dann solche Auswertungen sieht, um so zu analysieren, ob das irgendwelche negativen oder vielleicht sogar positiven Effekte hat, wenn nicht nur ein festes Team an der Sache arbeitet, sondern zum Beispiel auch im Sinne des Open-Source-Gedanken externe Leute da Beiträge liefern. Wir haben das für die Corona-Warn-App schon auch richtig durchgezogen. Für die Luca-App ist das gerade noch in Mache. Wenn ich nur auf unseren Twitter-Account verweisen, dlr-software, wenn das soweit fertig und bereit ist, könnt ihr das gerne testen. Genau, dann bin ich durch mit dem Vortrag für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr zugehört habt. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die jetzt, glaube ich, wie ist denn das, im Chat loswerden oder auch per Mikrofon, glaube ich, ne? Das ist möglich. Postcon, genau. Hilfe. Diejenigen, die im Stream sind, können gerne in den BigBlue-Button kommen. Das geht, indem ihr einfach auf die Videokonferenz klickt, die bei YouTube sind. Ihr müsst unter live.froscon.de gehen, dort auf den HS4 gehen und dort unten links auf die Videokonferenz klicken. Wer Fragen hat, kann sie gerne im Chat stellen. Und ich werde jetzt auch die Stummschaltung aufheben, sodass auch die anderen Leute per Mikrofon Fragen stellen können. Mhm. Gibt es Fragen? Aha, wir schreiben schon zwei, sehr schön. Ja, ganz viele bedanken sich im Chat für deinen Vortrag. Okay. Habt ihr für die Zukunft noch andere Bereiche im Open Source? In der Open Source Community an Software, die ihr noch analysieren möchtet in der Zukunft? Also quasi öffentliche Projekte zum Beispiel oder was ist damit gemeint? Ja. Ja. Also wir wollen grundsätzlich alles analysieren, was irgendwie in der Öffentlichkeit diskutiert wird und wo der Source Code verfügbar ist zum Beispiel. Da gehören auch insbesondere so Sachen zu wie jetzt so digitale Impfausweisgeschichten oder die entsprechenden Apps, die es dafür gibt. Oder auch große Infrastrukturprojekte. In dem Kontext, wo ich arbeite, ist zum Beispiel diese Cloud Computing Initiative Gaia-X ein großes Thema. Und das ist definitiv was wir uns auch angucken wollen. Oder auch große Open Source Raumfahrtprojekte. Die ESA, also die Europäische Weltraumorganisation, hat zum Beispiel ein neues Missionskontrollsystem, Software-System, wo man eben Raumfahrtmissionen mit steuern kann. Auch das gucken wir uns zum Beispiel an, mit diesen Methoden, aber auch mit anderen Methoden. Aber grundsätzlich wollen wir uns auch stärker, das Ganze stärker automatisieren, dass wir zum Beispiel, wenn jetzt eine neue Software, eine neue App aufkommt, wo das Source Code verfügbar ist und die gesellschaftlich relevant ist, dass wir dann mit minimalem Aufwand einfach so eine Analyse fahren können. Das ist von der Seite der Aktivitäten, die wir machen mit dieser Provenienz- oder Prozessanalyse schon so gut wie fertig. Wir müssen jetzt noch diese statische Code-Analyse-Tools noch mehr automatisieren und da anbinden. Ja. Dankeschön. Nochmal das Publikum. Gibt es Fragen eurerseits? Gibt gerade jemand?
bevor ich eine weitere Frage von mir stelle. Da fragt jemand, ob es die Folien zum Download gibt. Ich glaube noch nicht, aber ich kann die auf die Frostcon-Seite zu dem Event-Eintrag hochladen. Das wäre super. Vielen Dank. Herr Malenburg, du weißt, wie man darauf Zugriff kommt? Also es geht über einen Fahrplan, könnt ihr dann nachher runterladen. Ist das für dich okay? Genau. Ja, ich werde die da als PDF hochladen gleich. Okay, im Chat. Ja, er bedankt sich, alles klar, das ist okay. Dann habe ich noch eine weitere Frage, da es gerade keine weiteren Fragen gibt aus dem Bereich. Du sagtest, dass ihr bald einen weiteren Menschen einstellt, um halt die breitere Öffentlichkeit zu gestalten. Habt ihr auch vor, diese Graphen als Kunst irgendwie zu vermitteln oder eine Ausstellung zu machen? Oder ist da irgendwas in die Richtung geplant? Oder hat sich ein Künstler bei euch gemeldet? Nee, ein Kunst. In diesem Kontext haben wir noch nicht wirklich gedacht. Allerdings beschäftigen wir uns schon mit Kunst und Wissenschaft. In der Tat haben wir jetzt ein Projekt gewonnen, wo das heißt, aus der Ausschreibung Kunst trifft Wissenschaft, wo jetzt der nächste Künstler zu uns kommt und wir erstmal damit anfangen, Musikdaten zu visualisieren. Ja, also, oder beziehungsweise auch mit Daten Musik zu beeinflussen. Ja, zum Beispiel Vitaldaten von Menschen erfasst, Blutdruck oder auch Herzfrequenz. Und abhängig davon, dass das Spieltempo von Musikern beeinflusst. Wir werden in jedem Fall mehr oder weniger stark auch mit Kunst zusammenarbeiten. Und inwieweit das diese Arbeit betrifft, kann ich noch nicht sagen. Aber es gibt tatsächlich schon Stimmen, die gesagt haben, dass einige von diesen Graphvisualisierungen auch sich gut eignen, quasi die auszudrucken und an die Wand zu hängen. Ja, das kann also passieren. Alles klar, vielen herzlichen Dank. Bitte. Da es, glaube ich, keine weiteren Fragen gibt, nochmal vielen herzlichen Dank an dich, Andreas, dass du heute deinen Talk gegeben hast. Und, gerne. Ich wünsche allen weiterhin viel Spaß auf der Frostbahn und einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.